ein Aussteller, der von Automechaniker zu Automechaniker immer spannender wird und für Karosserie- und Lackierbetriebe immer relevanter, ist der Messestand von Carbon. Hier ist in diesem Jahr die Aluminium-Instandsetzung Schwerpunkt. Bei mir ist Sigi Müller. Wie ist die Resonanz hier auf der Messe? Sehr gut. Wir sind ja schon zum 10. Mal jetzt hier in Frankfurt, ja, und es zeichnet sich ab, dass unser Konzept aufgeht, ja. Die Betriebe informieren sich bei uns. Mittlerweile haben wir über 1500 Miracle-Anwender und Kunden. Und dementsprechend zeigt uns das ab, dass sie immer mehr Interesse an unserem Produkt haben. Wie kann denn ein Karosserien-Lackierbetrieb heute überhaupt noch Geld verdienen? Wir haben das Problem der Schadensteuerung, wir haben das Problem des Teileverbaus. Wie kann ein Betrieb mit der Unfallschadenreparatur richtig Geld verdienen über die Arbeitszeit? Durch die ganzen Prozesse, wo ja der Versicherer mittlerweile immer mehr vorgibt oder auch durch die Kalkulationsprogramme, wird es immer schwieriger werden, weil der wichtigste Prozess ist irgendwo das Handwerk im ganzen Bereich. Ja. Und wenn wir das ganze Thema beobachten, werden die Zeiten vom Hersteller immer kürzer gehalten. Ja. Und somit liegt es ja im Prozess, in der Prozesskette, im Handwerk. Die Zeiten, wie jetzt beim Lack, darum gibt es ja heute UV-Füller, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Lackprozess zu kürzen. Ja. Mhm. Und die Möglichkeit haben wir auch bei Miracle, indem wir dementsprechend schneller ausbeulen können, ja. Wie ist die Resonanz von euren Kunden auf das Miracle-System in diesem Jahr gewesen? Ganz einfach durch das Trainingscenter, wo wir seit letztes Jahr eröffnet haben, ja. Und wir mittlerweile über 200 Betriebe ausgebildet haben mit dem Know-how. Dann merken die Betriebe, was alles dahinter steckt. Weil die meisten, wo wir haben, sind ja in der Lage, das System komplett einzusetzen. Nur durch die 500 Einzelbauteile, wo wir haben im Miracle-System, fängt an mit der Aeropower-Presse, mit der Klebetechnik. Hat der Betrieb ganz andere Möglichkeiten, weil jeder Schaden hat einen eigenen Charakter und durch den eigenen Charakter vom Schadensbild brauche ich logischerweise ein ganz anderes Equipment. Ja. Ein Miracle eröffnet dem Betrieb einfach ganz andere Möglichkeiten in der Prozesskette vom Versicherer, wo vorgegeben wird, über die Schadenskalkulation, ja, dementsprechend die Prozesskette im Handwerk beim Ausbauen kürzer zu halten und damit noch eine höhere Reparaturqualität zu erreichen. Ihr baut zurzeit bei euch ein neues Trainingscenter und setzt in diesem Jahr sehr stark auf das Thema Training. Warum macht ihr das? Ganz einfach, weil durch die Verknüpfung und Vernetzung mit den OEMs, die wir mittlerweile ganz gut erreicht haben, rund um den Globus, ja, merken wir selber, dass das Thema Know-how auch bei den OEMs ein Riesenthema geworden ist. Ja. Und durch die viele Erfahrungen, die wir gemacht haben die letzten 10 Jahre, hat sich gezeigt, dass im Know-how-Bereich ein unwahrscheinlicher Nachholbedarf ist, weil es sind keine Tiefziehbleche mehr. Wie schnell hat sich so ein kompletter Arbeitsplatz Miracle-System amortisiert in einem Betrieb, im Durchschnitt? Also wir haben mittlerweile 1500 Systeme am Markt. Ja, wir haben Betriebe, einer, wo es richtig einsetzt, wo das erkennt, man muss es leben, es liegt am Chef, es liegt am Mitarbeiter. Ja. Und Sie wissen selber, es gibt viele Journalisten wie Sie, von 10 sind 3 top, 3 mittelmäßig. So ist die Regel beim Lehrer, so ist die Regel beim Metzger oder beim Bäcker und so ist es im Kfz-Bereich. Ja. Wir haben wirklich Betriebe, die sagen, das Ding hat sich amortisiert, immer Kleinbetriebe innerhalb von 6-8 Monaten, wenn ich die Schäden habe. Ja. Nur wenn ich an Teilumsatz denke, ja dementsprechend auch an die fiktive Abrechnung, wo der Kunde das Geld nimmt und günstige Lösungen sucht, ja, habe ich ja das Problem, das überhaupt zu vermarkten. Also muss ich als Betrieb Marketing machen, dass ich mir die Rosinen rausziehe. Und wenn ich die Rosinen habe, wir sind ja selber, dann verdiene ich Geld dabei.